Leute, ich bin mega traurig. So schön die Zeit auch war mit meiner wundervollen Goldfarm. So schön sie mir Items und Erfahrungspunkte gebracht hat, ja. So traurig bin ich auch, dass das hier gehen muss. Ich bin halt wirklich mega traurig gerade. Ihr seht alles unter diesem Glasding hier, ne? Das alles darf weg, Leute. Ich habe so lange dran gesessen, das zu designen und was und das passend zu machen und bla und bla und so viele Fehler korrigiert und so viel Hirnschmalz da reingehauen, aber Leute, es entspricht einfach nicht mehr meinen Standards. So weh es tut, ich habe jetzt eine bessere, effizientere, intelligentere Farm Design, die quasi dieses Herz hier ersetzen kann, ja. Das Herz meiner alten Farm, ja. Ich meine, der eigentliche Farm so toll und so, aber das eigentliche Herz ist meiner Meinung nach das hier unten, das schöne Storage-System. Und jetzt darf ich es einfach komplett abreißen. Ich will gar nicht anfangen damit, ey. No, und Florian Müller, wollt ihr mitmachen? Wollt ihr mitmachen? Na dann, bald euch mal lieber, sonst fange ich hier ohne euch an und mache alles kaputt hier. Ich versuche zu joinen. Jo. Ach ja, das gelbe Bett bei den Dorfbewohnern nicht mehr anfassen, ne? Ich habe jetzt nochmal alle Dorfbewohner verlinkt. Das heißt, ihr könnt jetzt alle wieder tauschen. Also Okay. wär halt super, jetzt nicht nochmal das Bett anzufassen. Weil die dann wieder entlinkt werden. Ach, ich fühle mich so nostalgisch, hier hochzugehen, einfach. Du, mein Kat, du bist mein. Redstone Fackel, du kommst weg. Die Schienen, ihr kommt auch weg. Mann, wir kommen fast die Tränen jetzt, ohne Witz, Leute. Alles abbauen hier. Thank you.
Also Leute, ich habe jetzt schon die Titan Killer gebaut und die funktionieren auch schon. Ich muss halt nur noch, naja, die Dreizacke reintun. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nicht genug Schleimblöcke, was sehr schade ist, weil ich halt nicht alle Schleimblöcke reintun kann. Das heißt, also hier ist schon einer drin. Hier ist jetzt noch keiner drin, da fehlt er. Ja, zumindest wenn das Ganze hier nun angeschaltet wird, dann werden die Kolben hier durchgehend sich bewegen und dann die Dreizacke hin und her schießen, damit die Zombies sterben. Und ja, bis dahin muss ich halt noch das Glas dann nochmal neu hinbauen, weil ich halt ein bisschen was davon entfernt habe noch. Da soll ich es auch vielleicht schon mal ausprobieren, ob die Pigments dann sterben vom Fallschaden, wenn sie da reinfallen. Könnte ich sogar jetzt eigentlich machen, wenn ich die Farm ganz kurz anschalte. Kann ich auch in der Kopie der Welt machen. Oder ich muss kurz überlegen. Okay, das sehe ich jetzt nicht. Werde ich gleich mal ausprobieren, ob die Zombie-Pigments von Fallschaden sterben, wenn die sterben, wenn die hier reinkommen. Ja, dann würde ich sagen, der Teil ist schon mal fertig. Dann brauche ich jetzt halt noch mehr Schleimblöcke, weil ich habe halt nur noch 6 Schleim und halt kann daraus jetzt keine wirklichen Blöcke machen. Das heißt, ich muss ein paar Schleimer killen auf Camera. Keine Ahnung wo, aber naja, Schleim braucht man ja sowieso immer. Da muss man ein bisschen Honig farmen, damit ich halt den Honig fertig kriegen kann. Und dann müssen wir auch eigentlich schon alles haben, um den wichtigsten Teil schon mal zu bauen, nämlich den Teil, wo die Items aufgesammelt werden und die Eisbahnen, wo die Items dann geschossen werden. Denn das sollte dann eigentlich schon bedeuten, dass man die Farm schon direkt wieder in Benutzung nehmen kann, sobald halt die Items quasi auf dem Eisteil dann lang geschossen werden, auf der Eisbahn lang geschossen werden können. Weil wie gesagt, die Items kann man ja alle verbrennen, so ich habe genug Gold und bräuchte das Fleisch so. Aber natürlich umso cooler, wenn man davon einfach so absolut krank viel von farmen kann. Deshalb, ja, werde ich das morgen wahrscheinlich dann fertigstellen.
Gucken wir mal, Leute. Auf jeden Fall, ich bin zwar richtig traurig, dass die Goldfarbe jetzt noch weg ist. Aber jetzt haben wir angefangen mit dem Neuanfang, dem Neuaufbau, der ultimativen Verbesserung, dem absoluten Upgrade. Wenn euch das gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr dann die krasseste Farm in Minecraft, kein Clickbait übrigens, sehen wollt. Nur, damit würde ich sagen, ciao.